Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück bei Mass Effect 2. TDFLP hier, euer Chick-Ding am Start. Letztes Mal haben wir dem alten Seth geholfen. Und jetzt checken wir unsere Sachen ab. Und möchten unserem Sturmgewehr Schaden erhöhen. Hell yeah. Und unseren Sturmgewehrschaden. Hell yeah, wir haben kein Iridium mehr. Aber fuck it. Panzerung, können wir nichts machen? Schiffsverbesserung. Krankenstation Upgrade. Prototypen, gar nicht schon Vitalität. Das Ding, das werde ich mit dem jetzt wirklich spielen. Er ist ja cool, aber seine Effekte sind halt so ätzig. Ah, komm, wir spielen mit ihm. Das ist ein witziger Typ. Okay, gut, dann haben wir jetzt das für den erledigt. Jacob, nein, wir wollen Jacob reden. Wir wollen zurück zu unserem Dings, zu unserem Teil. Genau. Schön, schön, schön. Galaxiekarte öffnen. Für Sie, Commander. Oh, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Aber ich glaube, wir gehen jemanden rekrutieren. Einfach so. Zum Streibstoff. Treibstoffdepot. Kauf noch ein paar Sonden hier. 30 haben. Wir sind nämlich Gönner. Wir gönnen uns hier. Ja, wir gehen zur Zitadelle. Mal vorbeischauen. Nach der ganzen Zeit, wie es da aussieht. Oh, Alter, da gibt's ja gar nichts mehr in der Zitadelle. Da ist ja hier tote Hose. Hier ist ja einfach nur so ein Ding und dann war's. Ja, das ist ja schön. Wir waren ja lange nicht mehr. Der ist auf jeden Fall dabei. Oder doch nicht? Ich weiß nicht, es gibt so viele. Der kann die in die Luft werfen, der kann die einfrieren, die kann die zerreißen, ey. Das ist shit. Der ist so fucking useless. Also der auf jeden Fall. Und komm, wir wechseln immer mal und dann spielen wir noch den. Oh ne. Oh, jetzt habe ich andere Waffe, ne? Oh. Ich hoffe, wir müssen nicht rumballern. Das hier ist ein Vorteil. Commander Shepard, geben Sie das Passwort ein, dann erhalten Sie ein Gratisgeschenk.
Geben Sie mir bitte Ihr Passwort, Commander Shepard. Schweigen ist Gold. Schön, Sie endlich kennenzulernen, Commander Shepard. Kazumi Goto, ich bin ein Fan. Wir haben Ihnen auf der Normandy ein Plätzchen eingerichtet. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Ich freue mich darauf. Hab sowas vorher noch nie gemacht. Die Rettung der Galaxie ist eine ziemlich große Nummer. Und ich freue mich wirklich, dass Sie mir bei dem Raub helfen. Ich kann's kaum erwarten, Sie in formeller Kleidung zu sehen. Was hat denn formelle Kleidung mit der Sache zu tun? Es würde auch mit dem funktionieren, was Sie jetzt tragen. Aber bei einer noblen Party wäre es doch ein wenig zu auffällig. Ich suche nach der Greybox meines früheren Partners. Ein Mann namens Donovan Hock hat sie genommen. Und ich habe vor, sie zurückzuholen. Machen wir. Wenn Cerberus Ihnen das zugesagt hat, dann erledigen wir das auch. Es wird bestimmt lustig. Und mit etwas Glück müssen Sie nicht mal Ihre Waffe ziehen. Das wäre langweilig. Wir sollten das Ganze beenden. Sie sehen albern aus, wie Sie da rumstehen und mit einer Werbung reden. Wir sehen uns an Bord. Das war's? Das war die ganze Rekrutierungsgeschichte? Lol, kannst du nichts machen. Okay. Bin ich jetzt... Oh shit. Ich würde gerne wieder zu das eine. Bei Gruppen. Okay, das war auf jeden Fall eine geile Mission. Die war sweet, die hat mir gut gefallen. Die war nicht zu lang, die war nicht zu kurz. Und genau richtig. Das war genau so, wie ich es mag. Mann, lad schneller, Mann! So. Ne. Ah, gut, dass wir nicht so viel auf der Zitadelle rumeiern mussten. Ne, gefällt mir nicht gut. Kazumi helfen. Okay. Holy shit, das ist groß hier. Wir forschen den mal kurz. Gucken uns den mal an. Die Scannerergebnisse, die sind immer alle niedrig. Sind auch alle niedrig. Sonde unterwegs. Ist so. Also von allem ein bisschen was. Gestartet. Okay, cool. Bisschen was gesammelt. Good job, guys. Jetzt helfen wir der Alten. Scan starten. Oh, wir können uns Scan starten. Oh, vielleicht kann ich abgebaut. Scan-Ergebnisse. Was heißt denn abgebaut? Heißt das, hier ist alles tot oder was? Ist alles schon geklaut? Oder hab ich gerade aber... Okay, alles gut. Gibt's nichts. Landen. Abgebaut steht da. Irgendjemand hat gestohlen. Von mir. König über die Galaxie. König Shepard. Shit, Alter. Fuck. Wir taten sich und steigen da jetzt hin, um einen vernichtenden Schlag auszuführen. Ach, wir sind nur zu zweit. Alright. Let's go! Sie machen wirklich was her, Mr. Solomon Gunn. Hock wird gar nicht mitkriegen, was ihn erwischt hat. Jetzt wäre vermutlich ein guter Zeitpunkt, um mir die Einzelheiten zu verraten. Sie waren wirklich sehr geduldig.
Unser Freund Hawk gibt eine Party für seine engsten Freunde. Ein paar Dutzend der übelsten Lügner, Betrüger und Massenmörder, denen man begegnen kann. Und sie alle bringen Geschenke, um dem Allergrößten von ihnen zu huldigen. Unser Tribut ist eine entzückende Statue ihres alten Freundes Saren, mit liebevollen Details und voller Waffen und Panzerung bis unter den Rand. Sie können ihre Pistole behalten, solange sie sie verstecken. Wegen sowas machen die keinen Ärger. Wenn wir drin sind, geht's zur Tür zu Hawks Tresorraum, irgendwo hinter dem Ballsaal. Dann ermitteln wir die Sicherheitsmaßnahmen und schalten sie der Reihe nach aus. Die Statue wird auch da sein und darauf warten, dass sie sie öffnen und sich ausrüsten. Dann geht's bei einem Walzer in den Tresorraum und wir holen Keijis Greybox zurück. Und ich bekomme endlich Gelegenheit, mich zu verabschieden. Das dürfte easy interessant werden. Kein Ding. So ist es gedacht. Haben wir fast jeden zweiten Tag. Wir sind da. Nach Ihnen, Mr. Gunn. Mr. Gunn. Moment bitte, Sir. Es scheint da ein Problem mit der Statue zu geben. Gibt es hier ein Problem? Nein, Mr. Hawk. Wir führen nur einen Scan durch. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Donovan Hawk. Solomon Gunn. Sehr angenehm. Sir, die Scanner registrieren überhaupt nichts. Unsere Gäste sind sicher nicht den weiten Weg von Ilium gekommen, nur um Ärger zu machen, oder? Der gerade hart geschielt. Sie können passieren, Mr. Gunn. Und entschuldigen Sie bitte. Aber Ihre Begleiterin muss ich bitten, draußen zu bleiben. Das verstehen Sie hoffentlich. Würden Sie mir erklären, warum meine Freundin draußen bleiben muss? Etwas an Ihrer Freundin gefällt mir nicht, also bleibt sie draußen. Ganz einfach. Kein Problem. Sie sind der Gastgeber. Genießen Sie die Party. Nun, das ist nicht so gelaufen, wie erwartet. Was machen wir jetzt? Wir machen weiter wie geplant. Nur, dass Sie jetzt sämtliche Gespräche führen müssen. Ich bleibe außer Sicht und dennoch so nah bei Ihnen wie möglich. Wir halten Funkkontakt, nur für den Fall, dass etwas schief geht. Ist ja fein, was? Wir müssen die Tür finden und rauskriegen, welche Sicherheitsmechanismen es gibt. Dann überlegen wir uns den nächsten Schritt. Wie haben Sie bloß die Lage auf Aleph in den Griff bekommen? Ach das, ein bisschen Gewaltanwendung, ein bisschen Druck und bumm, erledigt. Zum Glück. Ich dachte schon, dass wir sind. Mr. Gunn? Wir müssen den Tresorraum untersuchen, Gunn. Mit Hawk können Sie später plaudern. Ja, dazu muss ich ihn erstmal finden, du Butterbirne. Was halten Sie von diesem Archangel? Ich habe gehört, dass er tot ist oder verschwunden oder so. Ich habe gehört, er chillt bei mir. Chief Rowe, huh? Die scheint ziemlich hart zu sein. Mr. Hawks Tresorraum soll... Sagen Sie mal, was ist das da drüben? Hawks Schlafzimmer, glaube ich. Wow. Ich glaube nicht. Wie heißt sein Architekt? Das ist alles ziemlich beeindruckend. Hawks Privaträume sind ohne spezielle Freigabe nicht zugänglich. Ich möchte zu gerne da rein. Aber zuerst müssen wir uns den Tresorraum ansehen. Sehr hübsch. Hier drin ist mehr, als ich erwartet hatte. Sarenmambaren. Passwortgeschütztes Stimmenschloss. Kinetische Barriere. DNA-Scanner. Vermutlich aus der EX-700-Reihe. Alles, was ein Tresorraum braucht, um unbezwingbar zu sein. Haben wir jetzt ein Problem? Ich bitte Sie. Haben Sie vergessen, wen Sie vor sich haben? Für keine das Ahnung. Stimmschloss brauchen wir eine Stimmprobe. Dazu müssen Sie mit Hawk ein Schwätzchen halten. Und das Passwort müssen wir auch beschaffen. DNS? Kinderspiel. In Hawks Privaträumen finden wir bestimmt jede Menge DNS-Proben. Und die Barriere? Strom abschalten. Klappt immer. Müssen wir nur finden. Keiji würde mit so einem System im Schlaf fertig. Und ich bin noch besser. An die Arbeit. Wir brauchen immer noch das Passwort und eine Stimmprobe von Hawk, um an diesem Scanner vorbeizukommen. Ja, ich kann mir die Waffen nehmen. Okay, dann quatschen wir kurz. Oh, was hier? Sieht aus, als würde das Stromkabel der Barriere hier unter dem Boden verlaufen.
Ich stelle ihr Universalwerkzeug so ein, dass es auf elektromagnetische Felder scannt. Tja, wo ist der Bastard? So, jetzt hören wir uns erstmal die Stimmprobe ab. Da ist er. Sie müssen nur dafür sorgen, dass er lange genug redet, damit ich eine Stimmprobe nehmen kann. Lassen Sie Ihren ganzen Charme spielen, Chip. Wenn Sie soweit sind, geht's los. Nach Ihnen. Mr. Gunn, ich hoffe, es gefällt Ihnen bei mir. Hoffentlich hat die kleine Szene an der Tür Ihnen nicht den Abend verdorben. Irgendjemand möchte Leute wie Sie und mich immer aus dem Weg räumen. Ah ja, das stimmt. Freut mich, dass Sie das verstehen. Eigentlich überrascht es mich sogar, dass Ihre Sicherheitsmaßnahmen nicht strenger sind. Es ist sehr mutig, seine Tür so weit zu öffnen. Ja, das mag wohl sein. Hoffentlich versteht jeder die Botschaft, dass ich niemanden fürchte, der dumm genug ist, mir auf die Füße zu treten. Die Leute von heute wollen Bequemlichkeit, Unterhaltung, Liebe. Sie begreifen nicht, dass die Galaxie ein empfindliches Konstrukt ist. Sie müssen sich nämlich nur um ihren unmittelbaren Luxus kümmern. Und warum? Weil Leute wie ich und Sie all die schrecklichen Dinge erledigen, damit die Galaxie sich weiterdreht. Diese Party ist für uns. Die Putzkolonne. Die Garanten für die trügerische Illusion, in der Galaxie herrsche Frieden. Möge es immer einen Markt für unsere Güter und Dienstleistungen geben. Jetzt haben Sie ihn aber wirklich zum Reden gebracht. Wir haben genug für eine Stimmprobe. Lassen Sie ihn gehen. Genießen Sie die Party, Mr. Gunn. Sobald wir das Passwort haben, kommen wir damit an dem Stimmscanner vorbei. Goodbye, Männer. So, wo ging jetzt die Rohre weiter? Ah. Sekunde. Ha, ha, ha. Oh. Damit müsste die Barriere erledigt sein. Kein Strom. So, jetzt müssen wir noch in seinen Raubkrieg kommen, ne? Irgendwie, somehow. Und sein Raum war auf jeden Fall hier. Grüß. Mr. Hawks Privaträume sind für Gäste ohne Sicherheitsfreigabe nicht zugänglich. Ich habe eine Freigabe und darf hinein. Mit wessen Genehmigung? Lassen Sie mich einfach durch. Gehen Sie zurück, sonst rufe ich Verstärkung. Genießen Sie die Party. Privaträume. Da müssen wir rein. Dort ist die Chance am größten, DNS von Hawk zu finden. Mr. Hawks Privaträume sind für Gäste ohne Sicherheitsfreigabe nicht zugänglich. Ich habe eine Freigabe und darf hinein. Mit wessen Genehmigung? Hawk hat mir die Genehmigung zum Betreten erteilt. Hawk kennt die Vorschriften. Sie kommen nicht rein, solange mein Kommandant es nicht genehmigt. Genießen Sie die Party. Es muss eine Möglichkeit geben, da reinzukommen. Sehen wir uns um. Mr. Hawks Privaträume. Ich habe eine Frage. Mit wessen Genehmigung? Ich habe die Genehmigung von Chief Rowe. Okay, eine Sekunde. Chief Rowe, Samuels, haben Sie eine Zutrittsgenehmigung für Mr. Hawks Privaträume erteilt? Verstehe. Ich weiß ja nicht, für wen Sie sich... Genießen Sie die Party. Es okay, wo ist, eine Möglichkeit geben, da wo ist Chief Rowe? Wir müssen Chief Rowe finden und dann sagen wir ihm, ey, hör mal zu. Gibst du jetzt diese Sicherheitskacke, sonst schneide ich deine Eier ab. Okay, ich komme nicht hoch. Ich komme auch nicht hoch. Man sagt, Commander Shepard sei noch am Leben. Diese Tür führt in einen Sicherheitskontrollraum. Ich kümmere mich um das Schloss. Erledigt. Süß. Bin bereit, wenn Sie es sind. Oh, hier komme ich sogar selbst rein. Sehr gut. Sie dürfen hier nicht rein. Mach sie fertig. Ich sehe sie. Bitte ich habe eine Idee. Sehen Sie mal nach, ob Sie was finden. Haben Sie was? Das Passwort lautet Perugia. Ha.
So hieß der Mann, der die Mona Lisa gestohlen hat. Hübsch. Ich habe ihre Funkanlage angezapft. Ich glaube, wir kommen an der Wache vor den Privaträumen vorbei. Sagen Sie ihm, dass Chief Rosie schickt. Und jetzt nehme ich Hocks Stimmprobe und... Geschafft. Jetzt können Sie den Stimmscanner austricksen. Okay, dann werden wir in der nächsten Folge die Privatgemächer von Hock, Cock, was auch immer betreten. Haut rein und bis zum nächsten Mal, meine übergeilen Pelikane.